Herzlich willkommen im Digibet-Studio. Ich freue mich, dass ich mal wieder da bin. Und wir haben ja seit einiger Zeit auch ein eigenes Phrasenschwein. Und Christian Sprenger muss das füttern. Nach jeder Sendung 40 Euro hier drin. Also das wird endlich mal eine gute Geschichte für uns hier. Ja, die Frauen-WM. Silvia Neid will jetzt vielleicht zurücktreten. Man muss ja sagen, vielleicht ist das ganze Thema auch etwas überpaced gewesen. Und hier bei mir im Büro, da sitzt ein Mann, der heißt Alexander von der Gröben, der war mal Judo-Europameister, Teilnehmer an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Und der sagt, gut, dass die Frauen raus sind. Aber warum sagt er das? Er hat gar nicht so Unrecht, denn die etwas kleineren Sportarten, wie Judo zum Beispiel oder wie Ringen, raus, auch bei den Olympischen Spielen. Die Frauen werden ja nicht dabei sein. Und die haben so viel Sendezeit geklaut, dass Alex nicht ganz unberechtigt sagt, da haben die kleinen Sportarten drunter zu leiden. Also auch mal ein Aspekt, der vielleicht ganz interessant ist. Aber trotzdem taten mir die Mädchen leid, weil ich bin ja großer Inka-Grings-Fan, muss ich sagen. Wirklich großer Inka-Grings-Fan. Die hat auch gerackert und geackert gegen Japan, aber sie ist einfach nicht zum Abschluss gekommen. So, was kann man denn wetten an solchen Tagen wie heute? Interessante Sachen eigentlich. Und wie ich finde, ist das so ein Wettangebot heute bei Digibet, bei dem man sagen muss, das sieht eigentlich alles ganz sicher aus. Es gibt eine Menge Freundschaftsspiele, die heute absolviert werden. Also das heißt Bundesligisten gegen Drittligisten und so weiter. Und da müsste es doch eigentlich mit dem Teufel zugehen, ja, wenn unsere Bundesligisten sich nicht durchsetzen. Also da haben wir zum Beispiel St. Gallen gegen Borussia Dortmund. Da gibt es für einen Sieg von Borussia Dortmund 1,40. Das ist vielleicht gar nicht so sicher, dass die da gewinnen. Man darf ja nicht vergessen, die Jungs befinden sich alle in einer Aufbauphase, in einer Trainingsphase. Aber Augsburg in Memmingen, der neue Bundesligist, müsste doch da gewinnen. Da gibt es 1,20. Also ich kombiniere einfach mal ein paar Spiele. Rot-Weiß Erfurt gegen Werder Bremen, da gibt es 1,55 für Werder. Und dann haben wir noch Freiburg gegen Polonia Warschau, da machen wir 1,73. Dann haben wir mal vier Spiele kombiniert und das gäbe dann im Falle, dass alle vier natürlich richtig sind, 4,5-faches Geld. Vielleicht sollte man sich wirklich mal an die Freundschaftsspiele heranwagen. Und wer sagt, dass er sich gut im internationalen Fußball auskennt, für den haben wir natürlich, ja, es ist schon wieder soweit, UEFA Champions League Qualifikationsspiele. Da sind ja dann Begegnungen dabei, bei denen man sagen muss, da kennt man die Vereine eigentlich nicht. Aber es soll ja immer Experten geben, die alle Vereine kennen. Und wenn man dann mal so auf die Quoten schaut, da sind ja Sachen dabei, Maribor gegen Düdelingen zum Beispiel. Für einen Heimsieg gibt es 1,10. Düdelingen ist natürlich der Vertreter Luxemburgs. Und die Luxemburger Vereine kenne ich alle ganz gut. 1,10 für einen Heimsieg. Ja, ich befürchte, das wird auch so sein. Aber 8 Euro für einen Unentschieden und 21-faches Geld sollte Düdelingen in Maribor gewinnen. Also da bleiben wir dann, glaube ich, doch bei den 1,10 hängen. Also interessante Geschichten. Shamrock Rovers spielt gegen Tallinn. Da muss man an die Ostsee fahren, um die zu finden. 1,47 für einen Heimsieg der Shamrock Rovers. Valletta spielt gegen Erkanas. Da ist man sich allerdings überhaupt nicht sicher hier bei Digibet.com, wer das gewinnen wird. 3 ausgeglichene Quoten. Also ich will damit nur sagen, man kann interessante Sachen wetten, gerade jetzt in diesen Tagen. Freundschaftsspiele, bei denen man meint, das müsste eigentlich alles sicher irgendwie zu Ende gehen. Aber auch diese UEFA Champions League Qualifikation hat es in sich. So, das war's für heute aus unserem Studio mit ein paar nachdenklichen Worten über die Damen-Nationalmannschaft. Nein, man sagt Frauen-Nationalmannschaft. Und das, was Alex gesagt hat, habe ich hier gerne nochmal wiedergegeben. Das war's für heute und ich finde, also ich musste da nichts reinwerfen.